Wie hat sich ein deutscher Nerd wie ich im US-Strafvollzug schützen können? Das werde ich immer wieder gefragt und es ist natürlich auch eine vollkommen berechtigte Frage. Amerikanische Gefängnisse sind unfassbar gefährlich und gerade auch für jemanden wie mich natürlich, der doch ziemlich anders aussieht und sich auch anders verhält wie die allermeisten Häftlinge. Ganz am Anfang meiner amerikanischen Haftzeit wurde ich ja beinahe vergewaltigt, weil ich diese Außenseiterrolle hatte. Das war im Herbst 1991 in dem damaligen Supermax-Gefängnis Virginias Mecklenburg Correctional Center. Das lief damals noch nicht unter dem Namen Supermax, aber es war ein Supermax. Wenn euch das Thema Supermax interessiert, dazu habe ich übrigens ein anderes Video gedreht. Jedenfalls war ich dort gerade angekommen. Das war im Gebäude 4, Trakt B, linke Seite. erinnere ich mich noch gut dran. Da kam ich eines Tages auf der oberen Galerie aus der Dusche und wie in jedem Knastfilm, als ich aus der Dusche rauskam, kam dann ein riesengroßer Weightlifter hinter mich und warf mich gegen das Geländer und nahm mich in einen Ringergriff, der nannte sich Phil Nelson, da geht man so rum, so dass die Arme so hoch geworfen werden und drückte sich gegen mich. Tatsächlich drückte er sein irrigiertes Glied in meinen Rücken rein. Der war sehr viel größer als ich, der Typ. Und raunzte mir so ins Ohr: Was würdest du tun, wenn ich dich jetzt in meine Zelle ziehe? Und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Ich war in diesem Ringergriff drin. Aber ich konnte runtergucken. Die Trakte in diesem Gefängnis waren so auf zwei Ebenen. Das war im Supermax, also sehr kleine Trakte. Oben 6 Zellen und unten 6 Zellen. Und 2 Hälften, also 12 und 12. Und dazwischen war so eine Kontrollkabine. Und weil ich auf der oberen Galerie war, konnte ich runterblicken in die Kontrollkabine. Und da war, ich erinnere mich noch wirklich gut, eine Wärterin im mittleren Alter, eine relativ hellhäutige Afroamerikanerin und ein bisschen Damenbart. und ich schaute zu ihr runter und sie schaute zu mir hoch und ich erinnere mich noch richtig gut daran. Sie leckte ihren Finger und blätterte ihre Zeitung um. Das war so das amerikanische Pendant zur Bild-Zeitung, das nennt er sich National Enquirer. Und das konnte ich ganz genau sehen. Und da wusste ich, Jens, dir hilft keiner hier. Und da habe ich geschrien. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich geschrien habe, aber irgendetwas habe ich ganz, ganz laut geschrien. Und der Typ hinter mir ließ mich laufen. Und ich rannte weg, Treppe runter, meine Zelle war auf der unteren Galerie. Und in meine Zelle rein, es war splitterfasernacht. Mein Handtuch, meine Seife, mein Shampoo, habe ich alles hinter mir gelassen. Ich wollte bloß in die Zelle, in die Sicherheit. Und rannte in meine Zelle rein und warf die Tür zu und ich war sicher. Und das war ganz, ganz am Anfang meiner Haftzeit in Amerika. Damals glaubte ich noch so ein bisschen an den sogenannten Convict Code. Das war die eiserne Schweigepflicht zwischen den Häftlingen. Da habe ich dann nichts über diesen Vorfall gesagt. Aber irgendjemand muss gepetzt haben, denn nur ein, zwei Tage später wurde ich in einen anderen Trakt verlegt, tatsächlich in Trakt A rechts. Wie gesagt, ich erinnere mich an diese ganze Sache noch sehr, sehr genau. Mir wurde sehr bald bewusst, dass ich mich irgendwie schützen würde müssen, denn dieser Typ würde ja nicht der Letzte sein.
Also entschloss ich mich dazu, Hantel zu stemmen. Und hinter diesem Gebäude 4 war ein sehr kleiner Sportplatz. Das war so ein halber Basketballplatz, ja, und ein kleines Areal zum Hantelstemmen. Und dort ging ich raus, ein, zwei Wochen später. Es war Winter, es war sehr kalt. Und als ich rauskam, war der einzige Typ da draußen derselbe Häftling, der versucht hatte, zwei, drei Wochen vorher mich zu vergewaltigen. Und da hatte ich also quasi zwei Möglichkeiten. Ich konnte rausgehen auf den Sportplatz oder zurück ins Gebäude. Wenn ich zurück ins Gebäude gegangen wäre, dann hätten das die anderen Häftlinge gesehen, denn da waren Zellen auf allen Seiten. Und eine der Dinge vom Gefängnisleben, die viele Menschen gar nicht wissen, ist, dass Häftlinge sich ständig gegenseitig beobachten. Es ist also nicht nur so, dass die Wärter immer beobachten und überall gibt es Überwachungskameras. Nein, noch dazu kommt, dass die Häftlinge sich gegenseitig ständig beobachten. Ich wusste also, wenn ich jetzt umdrehe und zurückgehe ins Gebäude, irgendwann würde das sehen und dann würden es alle wissen, dass ich ein Feigling bin. Und dann wäre ich das totale Opfer geworden. Und das ging nicht. Also musste ich weitergehen auf den Sportplatz raus. Und jetzt muss man so ein bisschen denken wie ein Häftling. Ja? Das Übliche im Gefängnis in solchen Situationen ist, dass man da rausgeht und sich rächt. Ja? Denn wenn man keine Rache nimmt bei der nächsten Gelegenheit, dann bedeutet das, dass man ein Schwächling ist. Also ist es sehr, sehr wichtig, immer Rache zu üben im Gefängnis. Und das hätte in dieser Situation bedeutet, ich hätte versuchen müssen, so eine kleine Hantel zu nehmen, so 5-Pound Weight, und versuchen, dem Typen den Schädel zu zertrümmern. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich wollte das nicht machen. Das war nicht mein Stil. Das war nicht Jens Sören. Das wollte ich nicht. Also ging ich dorthin und habe ihm nicht den Schädel zertrümmert, sondern ging in die eine Ecke des Hantelareals, während er in der anderen Ecke war, und habe angefangen, Hantel zu stemmen. Natürlich auf ganz anderem Niveau, denn dieser Typ war wirklich gigantisch. Aber ich habe da ein bisschen Hantel gestemmt. Tja, und dann, nach einiger Zeit, hat dieser Typ angefangen, Bankdrücken zu machen. Bankdrücken ist, wenn man auf dem Rücken liegt, ja, und die Hantel so über sich drüber drückt. Es nennt sich Bankdrücken. Und das darf man nicht alleine machen. Da muss man jemanden haben, der hinter einem steht, hinter dem Kopf, und einen absichert. Das nennt sich ein Spotter. Und ohne Spotter darf man nicht Bankdrücken machen. Das ist richtig echt gefährlich. Und es gibt eben so einen Kodex unter Bodybuildern, Hantelstemmern, wenn man jemanden bittet, als Spotter sich einzusetzen, muss man ja sagen. Denn Spotter brauchen wir alle irgendwann mal und man muss darauf zählen, dass andere Leute einen schützen. Jo. Und da hat er gesagt, so, ich brauche einen Spotter, komm rüber. Und da bin ich tatsächlich rübergegangen und habe ihn gespottet beim Bankdrücken. Und dann habe ich Bankdrücken gemacht mit also weniger als die Hälfte von dem, was er gemacht hat. Aber immerhin habe ich auch Bankdrücken gemacht und er hat mich gespottet. Tja, so ist das gelaufen. Ich habe Hanteln gestemmt dem Typen, der mich beinahe vergewaltigt hätte. Und zwar nicht nur dieses eine Mal. Irgendwie eine Woche später waren wir wieder draußen, nur wir beide. Und so hat sich das abgespielt, dann so eigentlich 2-3 Jahre lang haben wir vielleicht 3-mal, vielleicht 4-mal im Monat haben wir zusammen Hanteln gestemmt. Und es stellte sich heraus, das war gar nicht so ein schrecklicher Typ. Davon erzähle ich euch jetzt. Er nannte sich Joe.
Das war sein Name. Und dann, tatsächlich war sein Spitzname Flicken Joe. Das ist eine ziemlich lange, eklige Geschichte. Daraufhin erzähle ich euch ein anderes Mal, wenn ich euch vom Sex im Gefängnis erzähle. das mache ich heute nicht. Jedenfalls nannte sich dieser Typ Flicken Joe. Er hieß Joe Smith. Er ist dann übrigens, naja, davon erzähle ich gleich. Ja, und ich fragte ihn eines Tages mal, was ist denn da eigentlich passiert vor ein paar Wochen, als du irgendwie versucht hast, mich zu vergewaltigen? Und da meinte der Joe, tja, so ist das halt im Gefängnis. Ältere, stärkere, schwarze Häftlinge wie ich, Joe, nehmen uns jüngere, schwächere, weiße Häftlinge wie dich, Söring, und wir machen mit ihnen, was wir wollen. So ist das immer gewesen im Gefängnis und so wird es immer sein. Es war also nichts Besonderes. Der Unterschied ist, sagte mir Joe Smith, ich, Joe Smith, bin kein Vergewaltiger. Ich frage immer erst, was würdest du tun, wenn ich dich in meine Zelle zerre? Und bei allen vorherigen Typen, die ich mir so geschnappt habe, haben die nichts gesagt, also habe ich, Joe Smith, sie in die Zelle gezerrt und mit ihnen gemacht, was ich wollte. Denn sie haben ja nichts gesagt. Aber du, Söring, du bist der Allererste, der Nein gesagt hat. Und deshalb habe ich dich laufen lassen. Denn ich, Joe Smith, ich bin ein Ehrenmann. Ich bin kein Vergewaltiger. Tja. Ich hatte also das unfassbare Glück, einen, sagen wir mal, ethischen Vergewaltiger zu treffen, der bereit war, mich zu fragen, was ich denn machen würde, wenn er mich in seine Zelle zerrt. Und als ich dann irgendetwas geschrien habe, Joe meinte, ich hätte Nein geschrien. Ich kann mich nicht daran erinnern, was ich geschrien habe. Aber irgendetwas habe ich geschrien, was er als Nein verstanden hat. Und hat mich laufen gelassen. Tja, wer hätte das gedacht? Ich jedenfalls nicht. Das muss fast einmalig sein im amerikanischen Strafvollzug. Tja, und tatsächlich ist es so, aus dieser Geschichte leite ich immer so eine kleine Lektion ab, die ich dann in meinen Resilienz-Talks gebe. Es ist ganz, ganz wichtig im Leben, ja, und wenn man resilient werden will, dass man im entscheidenden Augenblick und zu der entscheidenden Sache ganz klar Nein sagt. Wenn ich nicht ganz klar Nein gesagt hätte, wäre ich vergewaltigt worden. Es gibt da übrigens einen wunderbaren Spruch zu von einem französischen Dramaturgen, der im 19. Jahrhundert während der Französischen Revolution gelebt hat. Der ist Nicolas Chamfort und der hat gesagt, die Fähigkeit, das Wort Nein zu sagen, ist der erste Schritt in die Freiheit. Und für mich war in diesem konkreten Fall natürlich die Fähigkeit, das Wort Nein zu sagen, lebensrettend. Denn es stellte sich heraus, dass Joe Smith etwa 3 Jahre später an HIV/AIDS sterben würde. Wenn ich nicht Nein gesagt hätte, wäre ich infiziert worden und wäre längst tot. Tja, und das ist mein erstes Video zum Thema, wie schützt man sich als deutscher Nerd im US-Strafvollzug. In meinem nächsten Video erzähle ich euch von Chuck and Arthur und wie ich zum, sagen wir,
Fintech-Entrepreneur wurde im Gefängnis in den Vereinigten Staaten.